Jo, was das war's wieder. Hier ist wieder Fresh Bros. Willkommen zu einem neuen Top 10 Video. Ihr wisst, wir sind Frauenversteher, wir sind Männerversteher, wir sind Autoversteher, wir sind Papageiversteher. Und heute kommt ein neues Video und zwar 10 Dinge, die Männer nicht verstehen an Frauen. Wenn ihr Bock auf mehr Top 10 Videos habt, dann könnt ihr diesen Kanal auch sehr, sehr gerne abonnieren. Lasst ein Like da und dann kriegt ihr mehr davon. Platz 10. Die Tagesdecke. Frauen haben immer Tagesdecken. Und zwar überall. Zum Beispiel auf der Couch. Ja, oder zwei. Ja, eine liegt dann unten, damit die Couch nicht so beansprucht wird, wenn man drauf sitzt. Mhm. Und eine ist dann da, dass, wenn einem kalt ist, dass man sich dann einkuscheln kann. Ja, ey, jedes Mal. Und dann liegt die immer da. Du musst die zusammenlegen. Ja, die darf nämlich nicht einfach nur so da drüber liegen. Die muss so hier, aber nicht zu weit runter und hoch und so weiter. Und ich denke mir so, Alter, mir ist halt einfach nie kalt auf der Couch. Ich lege mich mit meiner Jogginghose da drauf, meinem Hoodie fertig aus. Ich brauche keine Tagesdecke. Die hängt dann in meinen Füßen drin und ich denke so, auch keine! Platz 9. Wir bleiben bei der Couch. Dekokissen auf der Couch. Mm. Also nicht die funktionalen, sondern die nur... Ja. Die einfach immer so schön in so erdigen Farben, passend zur restlichen Deko, müssen so nebeneinander drapiert werden, damit es schön optisch aussieht. Und wehe, beim Aufräumen hast du die irgendwie in der falschen Reihenfolge hingestellt. Also, wie sieht denn das aus? Gleich kommen Gäste, sieht doch scheiße aus. Die sind doch völlig unnütz, weil wenn du dir versuchst, dich draufzulegen, so mit dem Kopf dran, die sind entweder total hart oder so ganz weich, weißt du? Aber die haben nie diese perfekte Härte, die man braucht für so ein Kissen. Die können gar nichts. Die können nichts. Platz 8. Wenn Frauen kalt ist, dann machen sie nichts dagegen. Sondern sie reden nur die ganze Zeit drüber, weißt du? So dieses, oh, mir ist kalt. Oh. Genau der Move ist es. Wie wenn plötzlich jemand so mit einem Eiswürfel in den Nacken kommen würde. Und dann 10 Minuten später nichts angezogen. Kein Hoodie, kein Schal, kein gar nichts. Aber noch, mir ist immer noch kalt. Ja, zieh dir was an! Mensch, nimm dir doch eine scheiß Tagesdecke. Ich glaube, das ist der Pass für uns als Männer, dass wir dann sagen können, guck mal, ich habe hier eine Jacke für dich. Zieh doch meins an. Und du so nach 10 Minuten immer noch so, ja, dann mach doch was dagegen. Ich sitze doch hier mit meiner Daunenjacke. Was ist denn los bei dir? Unsensibel bist du. Platz 7. Nur Frauen sagen, grau mich mal. Zwei Sachen daran. Erstens, gekrault werden. Ich will gar nicht gekrault werden. Wirklich nicht. Ja, also... Ich finde das auch gar nicht entspannt oder so. Das kratzt irgendwie. Es ist nicht so, also entweder rummachen... Oder gar nichts machen. Und aber auch dieses, grau nicht mal. Also ich würde niemals zu meiner Frau einfach sagen, jetzt mach halt mal. Es ist okay. Ich meine, ich mache das gerne und sowas. Und ich weiß, wie gut es Frauen oder zumindest meiner Frau tut. Aber so dieses Selbstverständliche, mach mal. Kennst du das? Dass wenn du dazu aufgefordert wirst, du erst recht keinen Bock dazu hast? Ja. Grau mich mal. Jetzt erst recht nicht. Gut, aber wenn sie nichts sagen würde, würden wir es halt auch nie machen. Frag dich mal, warum. Platz 6. Wenn Frauen Fotos oder Insta-Stories machen, haben die immer so bestimmte Blicke. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, kein Mann würde das hier machen. Oder dann so mit so einem Getränk, weißt du? Wenn du so ein Getränk hast, dann hältst du es dir so vor. Ja. Wenn das Getränk noch einen Strohhalm hat, dann so nicht rein und so, sondern einfach nur so auf die Lippe legen, so. Kennst du das, dass auch Frauen immer so dann so eng aneinander gehen bei Fotos? Du meinst so Wange an Wange? Wange an Wange, so. Und letzte würde auch kein Mann machen. Sie sieht so, Kamera wird auf mich gerichtet und dann blinzeln. Würdest du in der Story blinzeln? Warum? Ich bin immer total überfordert, wenn so eine Story kommt. Was machst du dann so? Als Mann machst du immer so. Liebe Frauen, macht keine Posen. Ihr seht einfach so gut aus. Platz 5. Frauen halten Händchen. Und zwar mit ihrer besten Freundin. Also ich meine, sorry, wir sind dickere Bros, wie es dicker nicht geht. Aber wir würden doch niemals Händchen halten unterwegs. Nee. Komm, lass mal shoppen gehen. Wir gehen mal ein bisschen durch die Fußgängerzone und halten Händchen dabei. Hä? Dann lieber so den Arm um die Hüfte, weißt du? Hand in die Po-Hosentasche. Kann man machen. Oder guten Freunden gibt man sich ein Küsschen. Platz 4. Frauen trauen Autosensoren nicht. Also weißt du, jawohl! Rückwärts fahren, vorwärts fahren, am besten noch so eine Kamera. Weißt du? Ja. Du hast die Kamera und du siehst genau, wie viel Platz da noch ist. Und so, ja, stopp. Halt lieber an. Und ich so, Alter, da ist eine Kamera. Man sieht, es sind noch 30 cm bis zum anderen Auto. Erst wenn es durchgehend piepst. Piep. Und dann noch ein Stück. Genau. Platz 2. Frauen denken an jeden einzelnen Geburtstag. Ja. Aber das feiere ich. Ja. Muss ich zugeben. Bin ich wirklich neidisch. Wenn ich meine Frau nicht hätte, ich würde Geburtstage vergessen. Ja. Sorry an alle meine Freunde, das liegt nicht an mir. Vielleicht doch. Ja, schon. Aber Frauen denken an die Geburtstage und ich liebe es. Das ist wirklich der Hammer. Ich sage so, hey, heute hat die Mareike Geburtstag, nächste Woche hat Elisa Geburtstag. Ich habe sogar schon mal bis 2 Tage vor meinem eigenen Geburtstag meinen vergessen. Bis meine Frau gesagt hat, was willst du eigentlich an deinem Geburtstag machen? Ich so, aber zum Beispiel an meinem Geburtstag, ich bekomme auch nur so Geburtstagsnachrichten von Frauen. Und ich bin aber den Kerlen auch gar nicht böse. Ja. Weil ich weiß, dass ich es auch vergesse. Richtig. Das ist kein Stress einfach. Es ist vollkommen egal. Als Mann ist es in Ordnung, wenn du alleine bist auf der Welt.
Platz 1. Nur Frauen erzählen Geschichten so. Und dann hat er gesagt, daraufhin habe ich gesagt und dann sie so, und daraufhin ich dachte, krass, wie viele Gedanken kann man gleichzeitig haben? Wie viele Details kann man auch im Kopf behalten von der Geschichte? Kein Mann erzählt so. Wie detailliert so. Musst du das erzählen, ist die Frage. Leute, wollt ihr mehr davon? Wollt ihr mehr Top-10-Listen sehen? Dann abonniert diesen Kanal. Hier unten haben wir noch ein anderes lustiges Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei der Fishbox! Die Bromance Show.